Ich heiße Sie heute Abend hier oder heute Nachmittag herzlich zur Verleihung des Ursula M. Händel Tierschutzpreises der DFG willkommen. Wir sind in der Aula der Justus-Liebig-Universität Gießen und es sind etwas merkwürdige Umstände. Hier sind nicht so viele Leute live dabei, wie wir uns das gewünscht hätten. Wir hoffen allerdings auf viele Menschen, die uns online verfolgen. Und online ist auch das Stichwort für das, was hier heute Vormittag passiert ist, nämlich das Online-Symposium Aktuelle Debatten der 3R-Forschung an dem iCare3R-Zentrum hier in Gießen. Und hat schon einen wunderschönen Rahmen gegeben. Manche von Ihnen mögen das schon mitgeschaut haben heute Vormittag. Und nun geht es also an die Preisverleihung des Ursula M. Händel Tierschutzpreises. Bevor wir starten, würde ich gerne an das Motto des heutigen Nachmittags erinnern. Für das Wissen entscheiden, für 3R entscheiden. Für das Wissen entscheiden ist der Slogan von DFG 2020, denn in diesem Jahr erinnert sich die Deutsche Forschungsgemeinschaft daran, dass vor 100 Jahren die wissenschaftsgeleitete Vergabe von Fördergeldern an die Grundlagenforschung in die Förderung der Wissenschaft Einzug gehalten hat, mit der Gründung der Notgemeinschaft für die deutsche Wissenschaft. Wenn Sie sich davon ein Bild machen wollen, wir haben viele schöne Dinge geplant, die auch Corona zum Opfer gefallen sind, aber auch viele schöne Dinge, die nach wie vor online passieren, finden Sie das alles auf der Webseite www.dfg2020.de. Und ich möchte Sie auch in diesem Rahmen gerne ermuntern, Ihr Statement für das Wissen, wir haben einen Hashtag dazu eingerichtet und benutzen ihn gerne und viele andere auch, Ihre Gründe für das Wissen und warum Sie sich für das Wissen entschieden haben, mit uns zu teilen. Für 3R entscheiden, heißt der zweite Teil des Slogans. 3R stehen heute hier im Mittelpunkt, und zwar Erfolge und Karrierewege in 3R, wie es nachher bei der Gesprächsrunde heißen wird. Wir wollen uns heute dem widmen, wie 3R-Forschung gelingen kann und welche Herausforderungen es gibt. Mit dem iCare3R-Zentrum gibt es hier in Gießen ein Zentrum, was 3R sehr vehement verfolgt. Das werden wir heute noch feststellen. Und als erstes würde ich gerne die beiden Dekane der Fachbereiche, die maßgeblich am iCare3R-Zentrum beteiligt sind, zu mir auf die Bühne bitten, damit sie uns begrüßen können. So, wir finden uns hier in dieser etwas merkwürdigen Gesprächssituation wieder. Zu meiner Linken Professor Dr. Martin Kramer, Dekan des Fachbereichs Veterinärmedizin hier an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Und zu meiner Rechten Professor Dr. Wolfgang Weidner, der Dekan der Humanmedizin. Wir sind hier in Gießen zusammengekommen, was eine renommierte Universität ist. Aber warum ist es denn aus Ihrer Sicht, Herr Kramer, ein besonders guter Ort, diesen Preis hier zu verleihen? Sehr geehrte Frau Lossau, sehr geehrte DFG, sehr geehrte Damen und Herren, es ist deshalb ein sehr guter Ort, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass Tierschutz nur mit den Lebenswissenschaften gemeinsam möglich ist, nämlich mit Tiermedizin, mit denen, die für Tierschutz zuständig sind, die für das Beauftragtenwesen zuständig sind und denen, die Forschung betreiben, nämlich den Medizinern und den anderen Lebenswissenschaften möglich ist. Und dafür ist Gießen und die Justus-Liebig-Universität, denke ich, in den letzten Jahren mit ihrem iCare-Center genau der richtige Ort. Können Sie uns noch einen kleinen Einblick geben, wie die Tiermedizin bei iCare3R sich einbringt? Ja, vielen Dank für diese Frage. Wir reden häufig von den Versuchstieren, von Dingen, die notwendig sind, die eben, wie können sie ersetzt werden, wie können die Tierzahlen vermindert werden, aber wir denken, dass das andere R, das dritte R eben genauso wichtig ist, solange bestimmte Dinge gemacht werden müssen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Solange Dinge versucht werden müssen, müssen wir versuchen, für die Tiere das Optimale zu erreichen, das Bestmögliche dort zu erreichen. Und der zweite Punkt ist ganz sicher, denn wir haben heute Morgen gehört, dass alles, was wir machen als Tierärztinnen und Tierärzte, auch in der Ausbildung als Tierversuch deklariert wird. Und hier ist ganz wichtig, und da haben wir uns in den letzten Jahren sehr weit entwickelt, eben den werdenden Tierärztinnen und Tierärzten das zu vermitteln und eben auch in einem Skills Lab, also an Modellen zunächst mal üben können, sodass sie dann eben erst an das Tier kommen, wenn sie Erfahrung haben und Erfahrung gesammelt haben. Und das ist, denke ich, ein wichtiger Schritt eben in diese
Richtung in die Zukunft, in das, was wir eigentlich wollen, in dem 3R-Prinzip. Vielen Dank. Herr Professor Weidner, was haben die Humanmediziner von iCare 3R? Also das Erste würde ich noch mal gerne unterstreichen, dass wir wirklich ein idealer Standort sind. Wir haben ja einen großen gesundheitswissenschaftlichen Bereich in der Tiermedizin, Veterinärmedizin, aber auch in der Biologie und Agriculture. Und wir haben auch noch einen Fachbereich Gesundheit an der Technischen Hochschule. In all diesen Bereichen arbeiten wir zusammen, gerade mit der Veterinärmedizin. Nicht nur im 3R-Tierschutz, sondern auch in der Reproduktionsbiologie. Jetzt wird gerade eine neue Plattform für Cell Sorting gemeinsam gestartet. Also das ist eine sehr gut standardisierte, freundschaftliche Kooperation. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, wir sind also vom 3R-Prinzip überzeugt. Wir haben durch unsere forschungsaktiven Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer einen hohen Bedarf an Tieren für Experimente, insbesondere an Mäusen. Und wir gründen ja gerade das Institut für Lung Health, das Bundesinstitut, was hier gebaut wird. Ich führe gerade die Berufungsverhandlungen mit insgesamt 6 Berufungen. Und Sie können sich nicht vorstellen, welche Zahlen von Tieren von den einzelnen Forscherinnen und Forschern genannt werden. Darum bin ich der Meinung, dass vor allem die beiden Buchstaben Reduction und Replacement, die beiden Worte, eine ganz wichtige Rolle spielen müssen. Das muss man auch den Untersucherinnen und Untersuchern immer in den Gesprächen klar machen, dass das auch mitbedacht werden muss. Darum bin ich absolut dafür, dass dieses Zentrum hier an unseren beiden Fachbereichen kooperiert. Und ich glaube, bis jetzt hat es auch gut kooperiert und war sehr erfolgreich. Vielen Dank. Wenn Sie jetzt, weil wir heute ja auf Karrierewege schauen, was ist denn aus Ihrer Sicht für den wissenschaftlichen Nachwuchs bei iCare 3R ein Gewinn? Also wenn man mit jungen Medizinerinnen und Medizinern spricht und auf Tierversuche zu sprechen kommt, dann denken die meisten an sich nur an Hunde und an Pferde. Und solche Versuche machen wir an sich bei uns gar nicht, sondern es sind fast immer gentechnisch veränderte Mäuse. Aber man kann ihnen das gut beibringen. Die müssen natürlich das Handwerkzeug lernen. Und das Gute ist, dass wir ja die Phylaser-Kurse hier haben, die unter der Leitung der Veterinären steht. Und unsere interessierten Mitarbeiter und Mitarbeiter, die tierexperimentell arbeiten, müssen diese Kurse alle durchlaufen. Und das, glaube ich, ist ein großer Fortschritt. Herr Krammer, auch der Studienanfänger in der Tiermedizin denkt eher an Hunde und Pferde, oder? Absolut. Das ist auch während dem Studium so, aber ich denke, wir schaffen es schon, die Säulen der Veterinärmedizin abzubilden für unsere Studierenden, denn neben dem Kleintier, also Hund und Katze, und neben den Pferden gibt es unsere Nutztiere, die auch versorgt werden wollen, also Rind und Schaf und Ziege und sonstige, die eben auch Therapien und Diagnose brauchen, aber auch die anderen Säulen, das ist jetzt pandemisch etwas untergegangen, Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz, die ganzen tierischen Produkte, die erstellt werden, aber auch Infektionsmedizin und wenn jetzt die Pandemie uns nicht ein Heim gesucht werden, wäre die afrikanische Schweinepest sicherlich eines der wichtigsten Themen und trotzdem, also das spielt eine wichtige Rolle, Infektionen, Tierseuchen, Zoonosen und deshalb auch spielt Corona natürlich auch eine riesige Rolle und wichtig in der Veterinärmedizin und die vierte Säule der Veterinärmedizin, das war es schon immer, war der Tierschutz und ist der Tierschutz und da nicht nur eben im Beauftragtenwesen, Tierschutzbeauftragte, Versuchstierhaltungsleiterinnen und Leiter, sondern eben auch zu forschen mit dem Ziel, eben es besser zu machen als früher, mit dem Ziel, das was Dekan Weidner gesagt hat, eben die Anzahl der Tiere zu reduzieren und zu simulieren, anstatt Tiere zu versuchen, zu nutzen, aber umgekehrt auch zu sehen, wo es noch notwendig ist, dass es den Tieren am bestmöglichsten geht. Und ich glaube, dass ein so iCare Center und wie wir das hier handhandeln und auch Tierschutzpreise dazu führen, dass wir uns weiterentwickeln. Und dafür bin ich sehr dankbar unseren iCare Zentrums Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen und der Chefin, aber auch eben, dass wir so in den verschiedenen Fachbereichen zusammenarbeiten können. Und das ist ein für die Nachwuchs
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Veterinärmedizin ein wirklich wichtiger Weg. Und einen solchen Tierschutzpreis zeigt natürlich, dass man den gehen muss und gehen soll. Vielen Dank. Haben Sie noch einen Wunsch an die 3R-Forschung, den Sie mit uns teilen möchten, damit wir ihn vielleicht auch nachher noch mal aufgreifen können? Entschuldigung, auf Replacement und Computational Modeling. Und das ist ja gerade in der neuronalen Grundlagenforschung, glaube ich, von Erfolg gekrönt. Man muss natürlich auch für solche ganz neuen Wege den richtigen Bereich finden. Und da brauchen wir einfach die Unterstützung der anderen Forscher. Man kann sich auch völlig verlaufen, aber gerade jetzt in diesem Bereich sehen wir an der Drittmitteleinwerbung, die ja für den Fachbereich sehr wichtig ist, dass das gut ankommt und dass das auch von anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern positiv aufgenommen wird. Also wir sind einen ganz neuen Weg gegangen. Man hat uns erst ausgelacht mit dieser Ausschreibung, aber jetzt finden das die meisten gut. Vielen herzlichen Dank. Herr Kramer, haben Sie noch einen Wunsch? Der Wunsch ist einfach formuliert, das, was wir angefangen haben, was wir begonnen haben, was, denke ich, in der Forschungslandschaft auch passiert, eben auch wahrzunehmen und weiterzuentwickeln und in die Öffentlichkeit tragen, wie wichtig eben gemeinsame Expertise in den verschiedenen Lebenswissenschaften und auch darüber hinaus ist und den Austausch der Wissenschaftler im Bereich des Tierschutzes auch weiterhin zu fördern. Vielen herzlichen Dank. Dann wissen wir jetzt, warum Gießen ein guter Ort ist, um diesen Preis zu verleihen. Und wir haben auch, sind schon ein bisschen ins Thema eingestiegen und machen jetzt die Bühne frei für die Frau, die uns erklären wird. Ich gehe jetzt wieder an meinen Ort. So. Und machen die Bühne frei für die Frau, die uns erklären wird, warum die DFG sich mit tierexperimenteller Forschung auseinandersetzt, warum wir den Preis verleihen. Es handelt sich um die DFG-Vizepräsidentin Prof. Dr. Britta Siegmund und sie ist klinisch forschende Medizinerin an der Charité, blickt also auch fachlich auf das Thema mit ihrer Expertise. Vielen Dank. Sehr geehrte Preisträger, lieber Herr Heiß, lieber Herr Hartung, virtuell, sehr geehrter Herr Kramer, sehr geehrter Herr Weidner, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Ich heiße Sie herzlich willkommen zur Verleihung des Ursula M. Händel Tierschutzpreises 2020 der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Und ich freue mich wirklich, dass wir hier, wenn auch zugegebenermaßen in etwas kleinem Rahmen, trotzdem vor Ort den Preis vergeben können. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass nicht nur einer der Preisträger, sondern hoffentlich auch viele andere virtuell heute Nachmittag dabei sind. In diesem Jahr, Frau Lossau hat es eben schon gesagt, lautet das Motto, unter dem die Deutsche Forschungsgemeinschaft sich an die Gründung ihrer Vorgängerorganisation der Notgemeinschaft für die deutsche Wissenschaft im Jahre 1920 erinnert, für das Wissen entscheiden. Für das Wissen entscheiden kann im Bereich der lebenswissenschaftlichen Forschung bedeuten, sich bewusst für Tierversuche zu entscheiden, wenn neue Erkenntnisse auf diesem Weg möglich sind. Gleichzeitig heißt es aber auch, sich immer zu fragen, brauche ich wirklich den Tierversuch, um zu diesem Schluss zu kommen und ist der Tierversuch dadurch gerechtfertigt. Diese beiden Komponenten, Tierwohl auf der einen Seite versus wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn auf der anderen Seite, nimmt die Öffentlichkeit als komplett entgegengesetzte Güter wahr. Wer sich für Tierversuche entscheidet, entscheidet sich gegen das Tierwohl. Ich glaube, allen, die hier im Raum sitzen, ist klar, dass das so ganz einfach in der Realität nicht ist. Denn wenn es darum geht, dass wir wirklich verlässliche und überprüfbare Aussagen treffen wollen, vor allem für medizinische Fragestellungen, kommen wir um Tierversuche nicht immer herum. Gleichzeitig aber ist für eine hochwertige Forschung ein Höchstmaß an Tierschutz erforderlich. Ist geradezu ein genuines Interesse muss das Tierwohl sein. Und dann beginnt das natürlich mit der Frage, ist das Modell, was ich wähle, das richtige Modell? Ist das Tier das richtige? Stimmen die Haltebedingungen? Ist das Tier gesund? Und kann ich aus den Versuchen überhaupt die Schlüsse ziehen, die ich
schließen möchte. Und somit kann man vielleicht dieses Motto der DFG 2020 für das Wissen entscheiden, für diesen Nachmittag so formulieren, für das Tierwohl entscheiden. Um dafür zu informieren, um dafür zu werben, informiert die Deutsche Forschungsgemeinschaft die Öffentlichkeit mit digitalen Angeboten, Broschüren, Publikationen. Zusätzlich unterstützt sie die Initiative Tierversuche verstehen, um den Austausch mit der Gesellschaft zu verbessern. Sie berät über die Senatskommission für tierexperimentelle Forschung auch die Politik und leistet immer wieder Beiträge zum innerwissenschaftlichen Diskurs. Zuletzt durch eine Handreichung zum Zusammenhang zwischen dem 3R-Prinzip und der wissenschaftlichen Aussagekraft. Und selbstverständlich tut sie das, wozu es die DFG seit 100 Jahren gibt. Sie finanziert Projekte, die aus der Einschätzung der Wissenschaft heraus förderwürdig sind. Doch am Ende ist jede Wissenschaftlerin und jeder Wissenschaftler, die oder der eine forschungsorientierte Tierethik leben muss. Wir müssen immer wieder fragen, was an Verbesserungen und Alternativen machbar ist, was schon getan wird und was wir vielleicht auch noch tun können und wie die Opti-Modelle wirklich das abbilden, was wir abbilden wollen. Also ganz einfach, das sagt sich immer so ganz einfach, aber ich glaube, jeder, der sich mit diesen Problemen schon mal auseinandergesetzt hat an der Bench, weiß, dass das überhaupt nicht so trivial ist. Und aber genau darum geht es, wenn wir von dem 3R-Prinzip sprechen, von Replacement, Reduction und Refinement. In diesem Sinne und so wie das eben auch schon diskutiert worden ist, ist es besonders passend, dass wir den Ursula M. Händel Tierschutzpreis in diesem Jahr hier und gerahmt von einem Symposium am ICAR 3R-Zentrum verleihen. Denn dessen wegweisende Arbeit interdisziplinär mit der nötigen Weitsicht und auch jenseits seines lebenswissenschaftlichen Ausgangspunktes gibt einen wunderbaren Rahmen und hätte der Stifterin des Preises sicherlich sehr gut gefallen. Hier zeigt sich, hier in Gießen, hier an diesem Ort zeigt sich, wie es gelingen kann, das 3R-Prinzip in den Köpfen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu verankern und auch ganz neue und eigene Karrierewege aufzuzeigen. Karrierewege sind nicht nur das Stichwort für die noch kommende Gesprächsrunde, sondern vor allem auch für die beiden Preisträger des diesjährigen Preises, Herrn Prof. Dr. Thomas Hartung, der uns hoffentlich virtuell gerade mit sehen kann, und Herrn Prof. Dr. Marcel Leist hier vorne, erhalten den Ursula M. Händel Tierschutzpreis für ihr Lebenswerk. Ihre Erfolge und Leistungen stehen geradezu prototypisch für das, was der Ursula M. Händel Tierschutzpreis auszeichnet, nämlich einzigartiges Engagement im Bereich des Tierschutzes in der Forschung. Es ist mir daher eine außerordentliche Freude und Ehre, diesen bedeutungsvollen, höchst dotierten Forschungspreis dieser Art in Deutschland heute an Sie, lieber Herr Leist, lieber Herr Hartung im virtuellen Universum, verleihen zu dürfen. Nicht nur, weil dies mit der größten Anerkennung ihrer Maßstäbe setzenden Forschungsarbeiten verbunden ist, sondern auch, weil wir hoffen, jetzt sehe ich Herrn Hartung, das ist sehr schön, sondern auch, weil wir hoffen, dass sie Vorbilder werden. Vorbilder dafür, dass höchst anspruchsvolle lebenswissenschaftliche Forschung nicht nur tierethisch gelingt, sondern auch dazu führen kann, dass manche Tierversuche ganz durch alternative Methoden ersetzt werden können. Ich gratuliere meinerseits gerne schon an dieser Stelle ganz herzlich und freue mich, zusammen mit allen unseren Gästen hier im Raum einen Einblick in ihr Wirken zu bekommen. Vielen Dank. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, die beiden Preisträger, also Herr Hartung, Sie können nicht anders, Sie sind schon auf der Bühne. Herr Leist, würden Sie eben kurz zu mir hochkommen? Solange Sie Abstand halten, können Sie die Maske in der Hand behalten. Ich wollte doch wenigstens die, liebe Kameras, passt das so, wenn wir so stehen? Ich wollte doch die Gelegenheit nutzen, die beiden Preisträger, die sich uns gleich noch im Video vorstellen werden, auch sozusagen der Audience schon mal vorzustellen. Schön, dass Sie da sind und wir werden gleich noch mehr im Video von Ihnen sehen, richtig?
Herr Hartung, guten Morgen. Bei Ihnen ist noch viel früher als bei uns, oder? Ja, die 6 Stunden Zeitverschiebung. Mein Tag fängt erst an und besser kann er nicht anfangen. Wunderbar. Dann freue ich mich auf die beiden Videos, und in denen wir mehr darüber erfahren, was Sie wissenschaftlich machen. Ja, guten Tag allen hier im Saal und allen, die die Veranstaltung online mitverfolgen. Und ich denke, der gebührende Start ist erstmal die Danksagung. Natürlich an die Stifterin, die DFG und das Preiskomitee. Aber natürlich auch an alle, die auf diesem Weg beteiligt waren. Es ist ja ein Preis für das Lebenswerk, obwohl ich betonen möchte, dass ich noch einige Ziele habe und auch noch an der Fragestellung weiterarbeiten werde. Aber bisher waren einfach sehr viele schon beteiligt an diesem Weg und haben in großem Maße dazu beigetragen. Wenn man über den Start des Wegs nachdenkt, dann kann man denken, war hier immer schon dieses eine Ziel gegeben, wie die Jagd nach dem Heiligen Gral, nach der Alternativmethode, die alle Tierversuche ersetzt, oder gibt es doch vielleicht andere Möglichkeiten, den Weg zu erklären? Und für mich ist das so, dass mein Haupthobby das Klettern ist, und dort ist das Motto, der Weg ist das Ziel. Es ist nicht das Ziel, das primär verfolgt wird, sondern es wird eine Sache verfolgt, die man versucht, möglichst gut und möglichst interessant zu machen. Und zumindest für mich ist das auch eine gute Art, Wissenschaft zu betreiben, wenn man sich eine Problemstellung vornimmt und versucht, diese möglichst gut zu lösen, dann ergeben sich auch ganz spannende Resultate. Und die fingen bei mir in Tübingen an, und um die Sache gut zu machen und tatsächlich mein Interesse zu verfolgen, Toxikologie zu studieren, bin ich dann nach Guildford umgezogen, konnte dort auch meine Masterarbeit an dem sogenannten Ames-Test durchführen, und das muss Sie nicht weiter interessieren im Detail, aber spannend ist, dieser Test war die erste weltweit und regulatorisch anerkannte Alternativmethode, und das bereits 1983. Das heißt, das Feld ist nicht so neu, aber in Guildford gab es wirklich modernste Toxikologie, und es gab auch sehr früh die Möglichkeit, an solchen Fragestellungen zu arbeiten. Danach zog es mich zurück nach Konstanz, und wie man dem Bild entsehen kann, gibt es viele gute Gründe, in Konstanz zu sein. Aber der wichtigste für mich waren die guten Mentoren und vor allem die exzellente Wissenschaft. Und ich denke, das ist das, was ich mit Weg meine. Die Wissenschaft muss stimmen und andere Dinge ergeben sich, und vor allem die guten Kollegen können dazu helfen. Die Kollegen waren in dem Fall fast nur Tierexperimentatoren zunächst. Und es gab für mich die Möglichkeit, mit einem Zellmodell zu arbeiten, um zu sehen, ob bestimmte Fragestellungen in der menschlichen Pathologie oder Krankheitsentwicklung damit angegangen werden konnten. Die kritischen Augen der Kollegen schauten natürlich immer auf diese In-vitro-Modelle, und es zeigte sich tatsächlich, das Ganze ist nicht so einfach. Aber es zeigte sich auch, es gibt viel Raum für Verbesserungen und man kann einiges erreichen. Durch diese Diskussionen wurde eine Kultur geschaffen zu In-vitro-In-vivo-Vergleichen, und das hat mich seither verfolgt. Das ist eine wichtige Sache, wenn man an einem Modell arbeitet, sozusagen den Wahrheitsgehalt und die Vorhersagekraft tatsächlich zu validieren. Und es stellte sich heraus, dass die Zellen tatsächlich für manche Dinge gut geeignet, für manche Dinge auch besser geeignet waren als die Tiere. Es konnten Fragestellungen angegangen werden, die man im Tier nicht untersuchen kann. Und auch das ist interessant, nicht alles, was in vitro ist, ist eine Alternativmethode. Es ist ein komplementärer Ansatz, der auch zusätzliche Lösungen bringen kann. Und was hier weiterhin spannend war, ist, dass es sich um reduktionistische Methoden handelt, die dann wieder integriert werden müssen. Und hier fing die Denkweise an, was heute als Systembiologie bezeichnet wird, dies in konzeptionelle Systemtheorie wieder zusammenzubauen. Und es gibt heute die moderne Disziplin der Systems Toxicology, in der das integriert wird.
Mich trieb es dann aber zu praktischen Anwendungen. Dadurch erfolgte ein Umzug nach Kopenhagen in eine pharmazeutische Firma, wo ich die Möglichkeit hatte, die Neurologie mit aufzubauen und auch mitbekam, dass viele Arzneistoffkandidaten, die im Tierversuch sehr erfolgreich aussahen, klinisch nicht wirkten. Noch auffälliger war, als wir dann das Alzheimer-Medikament Memantin auf den Markt brachten, festzustellen, dieses Medikament wäre nie auf den Markt gekommen, wenn man es in Tieren getestet hätte. Dieses Medikament ist anders entwickelt worden und es wirkt in Tieren überhaupt nicht oder es hat gegenteilige Effekte. Und dadurch fing ein Nachdenkprozess an, der auch dazu führte, dass ich eine Abteilung gründen konnte dort für die Entwicklung von neuen Methoden, In-vitro-Methoden, um neuroprotektive Agenzien zu finden und dazu auch Konzepte entwickeln konnte. Und das war die Zeit, als auch menschliche Zellen verfügbar wurden. Und natürlich kam dann die große Zeit der pluripotenten Stammzellen, aus denen sich alle möglichen menschlichen Zellen entwickeln ließen. Und das war eine fantastische Möglichkeit, hier Forschung am Nervensystem zu betreiben. Um das wissenschaftlich weiter zu verfolgen, ist ein Lehrstuhl an einer Universität gut geeignet und die optimale Gelegenheit war, hier wieder einmal nach Konstanz zurückzukehren, diesmal auf den Stiftungslehrstuhl der Dürrenkamp-Zbinden-Stiftung. Und hier sei natürlich auch der Stifterin besonders Dank gesagt. Und die Möglichkeit ergab sich dann mit dem Kollegen Thomas Hartung zusammen, das Zentrum für Alternativmethoden zum Tierversuchersatz aufzubauen, wo wir wirklich eine starke Achse zwischen Konstanz und Baltimore etablieren konnten. Und um Ihnen einen kleinen Eindruck zu geben, wie sowas aussehen kann, habe ich hier Hirnzellen, die sich selbst organisieren, so Hirnvorläuferstrukturen. Und wenn diese einem Entwicklungstoxikan, so Teratogen, ausgesetzt waren, dann sehen wir, wie sich das drastisch verändert. Das heißt, wir können wirklich visuell in solchen Zellkulturen etwas nachverfolgen, was Missbildung ist. Ein anderes Beispiel sind Zellen, die an die richtigen Orte im Organismus wandern müssen, damit sich der Organismus bildet. Wir sehen das hier sehr schön abgebildet in dem roten Kreis. Hier sind dieselben Zellen mit einem Entwicklungstoxikans, das in der Umwelt vorkommt, das bekannte DDT, und Sie sehen, dass diese Zellen nicht wandern können. Und ein drittes Beispiel habe ich Ihnen mitgebracht, um zu zeigen, wie sich die Kulturen weiterentwickelt haben, wo wir früher einzelne Zellen zweidimensional hatten, ist das nun dreidimensional möglich und wir bauen hier Nervenzellen, Gliazellen, Entzündungszellen und andere Zellen in einem Organoid zusammen. Und unsere Spezialität in Konstanz ist, das nicht nur für das Zentralnervensystem zu machen, sondern auch für das periphere Nervensystem. Und hier dieses Feuerwerk an Zellen, die dann auch feuerwerksartig ihre Ausläufer ausbreiten können, ist ein peripheres Ganglion. Und ich denke, das ist ein passender Schluss hier. Und damit möchte ich mich nochmal bei den Kollegen, die in den verschiedenen Phasen der Entwicklung beteiligt waren, herzlich bedanken und ich hoffe, dass das Ganze motivierend war für viele junge Kollegen, die vielleicht so einen Weg einschlagen möchten, die gute Wissenschaft vorantreiben möchten und dadurch sicher zu neuen Alternativmethoden kommen werden. Hallo aus Baltimore. Ich wäre heute sehr gerne dabei gewesen, aber ein bisschen erschreckend ist es schon auch, wenn man eine Auszeichnung für sein Lebenswerk bekommt und eigentlich noch eine ganze Menge vorhat. Ich bin früher oft gefragt worden, wann wir denn wirklich auf Tierversuche verzichten können und habe immer gesagt, 2031. Und wenn ich dann verwundert gefragt wurde, warum dann, dann habe ich gesagt, ja, dann bin ich 68 und gehe in Ruhestand. Und bis dahin möchte ich das hinter uns gebracht haben. Tatsächlich ist der Vorteil, jetzt in den USA zu arbeiten, dass ich vielleicht ein paar Jahre mehr habe, aber ich denke, diese Dinge kommen wirklich in greifbare Nähe. Ich möchte Ihnen ein bisschen von meinem Lebensweg kurz erzählen. Nach Studium der Mathematik, Informatik, der Biochemie und Medizin
bin ich in Konstanz Professor für Pharmakologie und Toxikologie geworden, mit dem Schwerpunkt Infektionskrankheiten. Und wenn man so wie ich Tiere liebt, ist es sicherlich nicht das Gebiet, in das man gehen sollte, wenn man ausgerechnet Pharmakologie, Toxikologie und Infektionskrankheiten studieren will, weil das sind die größten Tierverbraucher, die wir nun mal so haben. Tatsächlich ist es mir aber gelungen, von meiner Diplomarbeit an, mich mit Ersatzmethoden zu beschäftigen, sehr früh schon Seite an Seite mit Marcel, seit 1984 kennen wir uns und arbeiten zusammen, haben unsere Doktorarbeit Seite an Seite gemacht und eine damals tierexperimentelle Arbeitsgruppe zu einer Gruppe, die sehr stark Beiträge zum Thema Ersatz von Tierversuchen geleistet hat, zu machen. Und wir verdanken sehr viel da unserem gemeinsamen Lehrer und Betreuer Albrecht Wendel. Ich möchte ein Beispiel aufnehmen für die wenigen Minuten, die wir haben, um zu zeigen, wie Erfolg aussieht, aber wie auch bescheiden wir sein müssen in dem, was wir tatsächlich erreichen können. Einer der vermutlich wichtigsten Beiträge meines Lebens war ein Pyrogentest. Ein Pyrogentest, den ich vor genau 25 Jahren erfunden habe und publiziert habe und der jetzt langsam in die Anwendung kommt. Nach 3 bis 4 Jahren ging es dann darum, diesen Test zu validieren. Damals habe ich mich entschlossen, nicht nur meinen eigenen Test zu validieren, sondern alle Tests, die in ähnlicher Weise vorgeschlagen worden waren als Ersatz zum Kaninchenversuch für Pyrogentestung. Und die erfolgreiche Validierungsstudie war dann der Grund dafür, dass ich die Leitung des Europäischen Zentrums für die Validierung von Ersatzmethoden zum Tierversuch von der Europäischen Kommission übertragen bekommen habe in 2002. Und mit 65 Leuten, einem schönen Etat, haben wir nicht nur Pyrogentestung, sondern auch sehr viele Tests für die Chemikalienprüfung, für Kosmetika, aber auch für die Chemikaliengesetzgebung REACH verfolgt. In diesen 6,5 Jahren haben wir die Validierungsstudien für über 20 OECD-Test-Guidelines. Was sind Pyrogene? Pyrogene sind Verunreinigungen von Bakterien, die Fieber hervorrufen, wenn man einem Patienten etwas injiziert oder infundiert. Für diesen Tierversuch, um dagegen zu schützen, wurden vor 10 Jahren noch rund 170.000 Kaninchen in Europa eingesetzt. 170.000 Kaninchen jedes Jahr. Diese Methode haben wir, wie gesagt, vor 25 Jahren entwickelt. Sie wurde erst im Jahr 2017 die bevorzugte Methode der europäischen Pharmakopoe und erst im Jahr 2018 von der US-Pharmakopoe akzeptiert. So viel Geduld muss man haben. Und viele Firmen, die versucht haben, mit uns gemeinsam daraus Produkte zu entwickeln, haben auf dem Weg aufgegeben. Weil es ist einfach kein Geschäftsmodell, wenn man neue Methoden über 20 Jahre lang fördern und finanzieren muss, bevor das tatsächlich dann vorgeschriebene Experimente werden. Die erfreuliche Nachricht dieses Jahres war, als im Februar die Statistik über den Tierverbrauch in Europa herauskam und wir tatsächlich sehen konnten, dass die Pyrogentestung von 170.000 Tieren auf rund 35.000 Tiere heruntergegangen ist. Ein enormer Erfolg. Über 130.000 Tiere weniger jedes Jahr in Europa für Pyrogentestung. Aber das waren über 20 Jahre, die die Akzeptanz dieser Methode. Ich bin jetzt seit fast 12 Jahren an der Johns Hopkins Universität und habe dort das Zentrum für den Ersatz von Tierversuchen übernommen, CAT, C-A-A-T. Es ist mit 39 Jahren die älteste Einrichtung dieser Art in den USA und ich bin stolz, dass wir einer der Opinion Leader, wie man hier so schön sagt, sind und sehr stark mit praktisch jedem zusammenarbeiten, der in den USA und außerhalb sich mit Ersatz von Tierversuchen beschäftigt. Unser Zentrum beschäftigt sich zum Beispiel damit, das menschliche Gehirn aus Stammzellen mit sogenannten Minigehirnen zu simulieren. Und eine ganze Reihe von Krankheiten konnten wir bereits damit angehen. Zuletzt konnten wir mit dieser Ersatzmethode zeigen,
dass menschliche Gehirnzellen vom Coronavirus, von Covid-19, infiziert werden können. Eine enorm wichtige Erkenntnis, die jetzt zu einer ganzen Reihe von möglichen klinischen Konsequenzen führt. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft. Ersatzmethoden sind nicht nur aus ethischen Gründen da. Ersatzmethoden ermöglichen uns, Dinge zu tun, die ein Tierversuch niemals machen könnte. Wir können keine Mäuse und keine Ratten mit Covid-19 infizieren. Ich denke, die Zeit ist reif, wie Victor Hugo gesagt hat. Nichts ist stärker als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Und es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis die wissenschaftliche Revolution, die den Tierversuch massiv zurückdrängen wird und in dem sowohl menschliche Zellmodelle, aber auch die Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz und großen Datenmengen und anderen computergestützten Verfahren endgültig uns helfen, humanrelevante Informationen schnell und preisgünstig zu erhalten. Dafür möchte ich arbeiten, für die Jahre, die mir noch verbleiben. Und ich hoffe, dass mein Lebenswerk dann noch ein kleines bisschen mehr ist als das, was heute ausgezeichnet wurde. Herzlichen Dank. Und möchte Ihnen gerne ein bisschen die Hintergründe schildern, die die Jury zu ihrer Entscheidung brachten. In der Gutachtersitzung lagen in der Tat eine ganze Reihe wertvollster, beeindruckender Bewerbungen vor, wie das immer so der Fall ist. Vor allem, was uns sehr glücklich gemacht hat, die Bewerbungen haben wirklich die gesamte Bandbreite der 3R-Forschung abgedeckt. Also von den vielen In-vitro-Ansätzen auf hohem Niveau bis hin aber auch Ansätze, die sich mehr dem Refinement im Tierversuch widmeten. Und trotzdem war es für die Jury dieses Jahr vergleichsweise einfach, weil die beiden Bewerber schlussendlich nicht nur methodisch überzeugt haben, sondern uns allen sehr rasch klar wurde, dass sie als einfach für die Sache brennenden Forscherpersönlichkeiten stehen, sowohl für die Entwicklung als auch die Etablierung und dann vor allem für die Akzeptanzforschung von Alternativmethoden in der Toxikologie. Und damit war eigentlich klar, dass sie eben nicht nur methodisch inhaltlich ausgezeichnet werden, sondern aufgrund ihrer exemplarischen Wirkweise für den 3R-Bereich, sie, es ist schon angesprochen worden, sie wirklich für das Gesamtlebenswerk, obwohl sie noch in Blüte ihrer Forscheraktivität stehen, für das Gesamtlebenswerk. Das bekommt man eigentlich immer erst mit Medaillen im höheren Alter, aber in dem Fall für das Gesamtlebenswerk ausgezeichnet werden, ja. Sie haben jetzt auf die Persönlichkeiten der beiden Preisträger abgehoben. Was ist denn im Moment an wissenschaftlichem Spannenden in der Welt, was die Alternativmethodik vorantreibt? Ja, also ich glaube, es gibt vor allem drei wesentliche Bereiche, die aus meiner Sicht entscheidend sind, die auch die 3R-Forschung voranbringen. Das sind inhaltlich methodische Aspekte, das sind institutionelle Aspekte und das sind vor allem regulatorische Aspekte. Die methodischen Aspekte, da sind klare Highlights zu nennen, die sind aber sowohl von Herrn Hartung wie von Herrn Leist angesprochen worden, wo auch speziell beide Preisträger eben besondere Akzente gesetzt haben und die Meilensteine in der Entwicklung von Alternativmethoden darstellen. Ja, die Organoide, bestcharakterisierteste Zelllinien, die Lumis-Zelllinie als Modell für dopaminerge Neurone, wo Neurotoxizität, aber auch, sag ich mal, die Morbus Parkinson verstanden werden kann. Die Nutzung, was beide Preisträger machen, Omics-Technologien integrieren in ihre Forschung, um über Transkriptomveränderungen beispielsweise auch auf Neurotoxizität rückzuschließen. Aber eben auch, wie Herr Leist ansprach, die Verfügbarkeit idealerweise von sehr hochqualitativen humanen Stammzellen, die erlauben,
komplexe mikrophysiologische Systeme, das 3D-Mini-Gehirn wurde angesprochen, zu etablieren. Und was die Jury am meisten eigentlich beeindruckt hat, ist auch die Integration von künstlicher Intelligenz und KI-gestützter Data Science, beispielsweise um eben anhand von Riesendatenmengen zu bekannten Wirksubstanzen über Strukturhomologien auf eben unbekannte Wirksubstanzen und deren Wirkprofil rückschließen zu können. Hier haben also die Preisträger ganz wesentlich beigetragen, aber neben diesen inhaltlichen Punkten sind es eben institutionelle Veränderungen, die ganz, ganz entscheidend sind für die Weiterentwicklung von 3R. Wir haben vielerorts, nicht nur in Amerika, in Europa, auch in Deutschland, und ich darf auch von meiner Seite nochmal ganz Gießen gratulieren für das Zentrum, vielerorts die Möglichkeit, jetzt 3R-Forschung wirklich flächendeckend und hochqualitativ durchzuführen, Wissenschaftlern die Möglichkeit geben, so einen Bereich kennenzulernen und auch dort wissenschaftliche Karriere zu machen. Und in dem Zusammenhang sind jetzt wieder die Preisträger zu nennen, die einfach sehr überzeugend auch die Nutzung ihres Preisgeldes im Antrag schilderten. Die wollen junge, talentierte Nachwuchswissenschaftler die Möglichkeit geben, an Konferenzen, an Workshops teilzunehmen, aber eben auch Forschungsaufenthalte an wesentlichen Einrichtungen von renommiertesten 3R-Forschern zu ermöglichen. Und das sah eben die Jury auch ganz entscheidend, dass wirklich das Preisgeld äußerst attraktiv und sinnhaft genutzt wird. Und schlussendlich sind es regulatorische Anpassungen, die ganz entscheidend in der Entwicklung von 3R sind. Und auch da haben, oder ganz besonders da haben die Preisträger ihren Verdienst. Herr Leis, Herr Hartung, haben es bereits, oder Sie hätten es erwähnt, es ist ihnen gelungen, weltweit eine Guidance for Good Cell Culture Practice zu etablieren. Es ist ihnen gelungen, alternative In-vitro-Methoden wirklich weltweit zu implementieren. Also das sind wirklich ganz, ganz bedeutende Schritte gemacht worden. Und man kann nicht übertreiben, wenn man sagt, dass sie wirklich Paradigmenwechsel, Impulsgeber waren in der Toxikologie, in der regulatorischen Sicherheitsprüfung wirklich hin zu tierversuchsfreien Alternativmethoden. Mikro an ist immer eine gute Idee. Sie haben jetzt auf die Karrieren der beiden und oder wie die beiden das Preisgeld ausgeben wollen, sich bezogen. Wie sah das denn aus, als die beiden Forscherpersönlichkeiten an den Start gegangen sind? Ich habe einen ganz kleinen Einblick, weil ich habe in der Tat in den 90er Jahren mich vom Saarland auf den Weg nach Konstanz gemacht und in dem Fall wirklich Thomas Hartung zu besuchen, weil ich von ihm besser die Hepatozytenkulturen lernen wollte. Naja, beide hätten es angesprochen, wenn wir ihre Videos gesehen hätten. Das Engagement für 3R geht auf lange, lange Zeit zurück. Beide haben sich im Studium kennengelernt. Das war auch ein neu ins Leben gerufener Studiengang für Pharmakologie, Toxikologie und chemische Analytik in Konstanz. Beide haben ihre Doktorarbeit gemacht bei Professor Wendel, Konstanz. Man muss betonen, dass es sicherlich ein eher tierexperimentell geprägtes Umfeld zu dem Zeitpunkt war, aber sie haben bereits in ihren Doktorarbeiten ja, In-vitro-Tests aufgebaut, Zytotoxizität von Endotoxin gegenüber Hepatozyten, Hepatitis-Modelle, immunmodulatorische Funktion von GCSF etc. etc. Der Lebensweg dann von Thomas Hartung ging über Steinbeis Transfertechnologiezentrum und auch Leitung des europäischen ECVAMS, des European Center for Validation of Alternative Methods, hin dann zu seiner aktuellen Position, eben der Direktor des CAT an der Johns Hopkins Universität. Und Marcel Leist hat mehrere Gruppenleiterpositionen, hat ein pharmazeutisches Unternehmen geleitet und wurde dann auf
glaube ich, auch den ersten Lehrstuhl in Konstanz auf In-vitro-Toxikologie berufen. Und seit 2010, das Paar hat sich quasi nie räumlich, ja, aber inhaltlich nie getrennt, leiten sie als Co-Direktoren das European oder Europe CAAT, welches nicht nur 3R-Forschung unterstützt, sondern, und das ist ganz entscheidend, politikberatend gegenüber dem Europaparlament fungiert. Ja, das ist der Lebensweg. Ich glaube, was zu betonen ist, ich habe es ja schon angesprochen, Sie stammen aus dem tierexperimentellen Bereich, haben sich ganz früh für Alternativmethoden, ja, denke ich, entschieden. Ich glaube, heutzutage wäre so ein Weg nachvollziehbarer, weil es eher absehbar ist, weil es auch Zentren gibt, wo das systematisch gelehrt, geteacht, vermittelt wird. Das war in den 90er Jahren sicherlich nicht so der Fall, als die beiden ihre beruflichen und wissenschaftlichen Karrierewege wahrscheinlich diskutierten und ausheckten miteinander, weil sicherlich zu dem Zeitpunkt nicht klar war, ob man auf diesem Weg Karriere machen kann. Ich glaube, Sie beide haben das par excellence gezeigt. Sie fungieren als Role Models, wirklich nicht nur eben für die Etablierung dieser Methoden, sondern wirklich für die Akzeptanzschaffung. Auch ich sage herzlichen Glückwunsch persönlich, aber natürlich auch im Namen aller Mitglieder der DFG-Senatskommission. Ein ganz, ganz toller Weg. Dann nehmen wir doch einfach die Frage, warum man sich gegen Tierversuche und dann doch für 3R-Forschung entscheidet, mit auf das Podium. Herr Leist, darf ich Sie schon mal hochbitten? Denn jetzt geht es um Erfolge und Karrierewege in der 3R-Forschung. Weil wir hier zwei, also zumindest denselben Wurzeln entspringen. Weil wir jetzt aber zwei Leute, die zumindest schon mal wahrscheinlich im selben Labor gestanden haben, hier schon auf dem Podium haben, haben wir uns gedacht, wir würden gerne noch andere Blickrichtungen einladen. Und deswegen begrüße ich Professor Dr. Stefanie Krämer. Sie ist Direktorin des iCare3R-Zentrums, von dem wir jetzt schon so viel gehört haben. Und schön, dass Sie da sind. Und außerdem, weil es ja um Karrierewege geht und nur Leute zu fragen, die schon eine Karriere dabei sind zu machen oder schon für ihr Lebenswerk ausgezeichnet werden, Herr Leist, haben wir Maria Weller dazu gewinnen können. Sie ist Doktorandin in der Augenheilkunde hier in Gießen und Biologin. Vielen Dank, dass Sie alle mitmachen und dabei sind. Dann beginne ich doch mal gleich mit Ihnen, Frau Weller. Was beeindruckt Sie denn an der Forschung der beiden Ausgezeichneten besonders? Also was mich besonders beeindruckt ist, dass, soweit ich das sehe, die beiden niemals aufgegeben haben, ihren Weg zu gehen. Und da sind mit Sicherheit sehr, sehr viele Schwierigkeiten gewesen. Und dass sie auch immer das Networking im Blick behalten haben, also nicht nur untereinander, sondern mit Sicherheit auch mit vielen anderen Wissenschaftlern. Aber das ist sehr, sehr wichtig, meiner Meinung nach. Wie war das, Herr Leist? Gab es da viele Hürden? Ja, aber wie natürlich in jeder wissenschaftlichen Karriere. Also das sollte man nicht überschätzen jetzt von den Schwierigkeiten her. Ich wollte noch ganz kurz nachholen, weil das hier textlich nicht so gut rüberkam. Erstmal natürlich meine Danksagung an die Stifterin und die DFG und natürlich auch die Jury für die Auswahl. Das muss schon nochmal kommen. Und natürlich waren sehr viele Leute beteiligt auf dem Weg. Dann haben wir es wenigstens so. Und ich kenne den Ton auch von Thomas Hartung. Da wäre das auch mit drin gewesen. Also ich denke, in so einer Feierstunde ist das schon mal ein guter Startpunkt und ein wichtiger. Und ich möchte mich aber auch ganz besonders bedanken schon mal für die Einführung von der Frau Vollmar. Es ist nicht so häufig, dass jemand so gut die Sache versteht und darstellen kann, dass man sich also so perfekt getroffen fühlt. Dass sozusagen die Audience dann auch sozusagen mit auf die Bühne kommt. Was hier unterging, da war dieses schöne Kletterbild drin. Das war so ein bisschen als Erinnerung für alle, zumindest bildlich, dass es nicht immer so ist. Davor war dieser Leuchtturm, dass man sozusagen ein Ziel hat und dann 30 Jahre darauf zumarschiert. Das können also durchaus so ein bisschen Zickzackpfade sein.
Und mein Hobby ist das Klettern, da ist der Wahlspruch sozusagen, der Weg ist das Ziel. Das Ziel selber kann relativ einfach sein, da kann man hinten hochlaufen. Aber es geht darum, eine Sache möglichst gut und anspruchsvoll zu machen. Und zumindest von meinem Karriereweg, und nachher werden wir Thomas sicher auch mit einschalten, gilt eben, dass ich immer wieder Phasen hatte, wo ich versucht habe, das, was ich gerade gemacht habe, oder den Ball, den ich aufgefangen habe, irgendwo eben möglichst gut weiterzutragen und gut zu machen. Da waren auch Phasen dabei, das kam einmal, als der Ton kurz kam, auch mit dabei, nicht jede In-vitro-Forschung ist Alternativmethodenforschung, ist nicht wirklich Implementierung von einer Alternativmethode. Aber es ist auch manchmal gut, sich zu erweitern, technisch, vom Hintergrund her, vom Netzwerk, und das dann wieder irgendwo anders auszunutzen. Und auch solche Phasen kommen da vor. Frau Krämer, ist der Spirit, den Herr Leist jetzt hier beschrieben hat, was, was Sie am iCare3A auch gerne mehr beleben würden und rumbringen würden? Also Vorbildcharakter der Preisträger? Absolut. An dieser Stelle möchte ich auch ganz herzlich nochmal Herrn Professor Leist und Herrn Professor Hartung gratulieren für diese herausragende Leistung. Und tatsächlich ist es so, bezüglich der Karrierewege hätte ich es mir in meinen kühnsten Träumen nicht erdacht, dass ich gerade bei dieser Veranstaltung hier heute hier sitzen darf und bei Ihrer Preisverleihung dabei sein darf. Weil gerade das, was ich an Ihnen bewundere, ist tatsächlich initial, ich hatte es heute beim Symposium schon gesagt, das Engagement für den Tierschutz und diese absolute Beharrlichkeit. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, vermitteln müssen, und das ist etwas, was wir, glaube ich, hier auch in Gießen sehr intensiv leben. Und mir ein Anliegen ist, auch an die jungen Nachwuchswissenschaftler und vor allen Dingen auch an die jungen Tierärztinnen und Tierärzte weiterzugeben, tatsächlich beharrlich für den Tierschutz einzustehen. Frau Weller, gelingt das dem Zentrum? Ja, also ich finde auf jeden Fall, nicht nur Frau Krämer macht ihre Sache super am iCare3A, sondern das ganze Team. Ich habe kürzlich den versuchstierkundlichen Kurs gemacht, und die Organisation ist super und das Team ist echt freundlich und man fühlt sich wirklich gut aufgehoben. Frau Vollmer, brauchen wir solche Zentren noch viel mehr in Deutschland? Wie schätzen Sie das ein? Darf ich ein bisschen aus der Reihe, weil Herr Leist spielt mir so gut zu, wenn er sagt, dass nicht jede In-vitro-Methode zum einen funktioniert, gegebenenfalls nicht notwendigerweise auch den Tierversuch ersetzt. Und ich glaube, da würde ich nochmal gern einfach bei beiden festmachen, weil sie sich genau dort eigentlich ihre Verdienste geholt haben, nämlich Methoden entwickelt, aber dann eben wirklich den Schritt weiter gemacht, die Methoden validiert und vor allem vehement um die Akzeptanz dieser Methoden gekämpft und gearbeitet. Und das ist mühselig, das ist steinig, und sie haben es eben ganz, ganz toll geschafft, weil sie unterschiedliche oder alle Akteure eigentlich mit an Bord genommen haben und den Forscher, die Großunternehmen, die Industrie, aber vor allem eben Politik und Behörden, und genau die regulatorischen Behörden sind ja der Knackpunkt dann in der Toxizitätsprüfung. Die müssen den Alternativversuch akzeptieren, und nur wenn dort eine Akzeptanz ist, kann man erwarten, dass dann auch wirklich Tierversuche im großen Stil ersetzt werden können. Und da liegt wirklich eine ganz wesentliche Arbeit, und ich will es gar nicht vermuten, wie unangenehm teilweise sicherlich auch die Zusammenarbeit mit regulatorischen Behörden sein kann. Also ist das ein Beispiel, dass die Alternativmethode immer weiter um sich greift? Ja, wenn sie valide ist und wenn sie in der Tat auf Akzeptanz stößt, dann ist das nur zu begrüßen. Herr Leist, wie viel Mühe macht das, so eine Alternativmethode sozusagen so zu etablieren? Ja, ich versuche es immer so zu beschreiben. Also da, wo normale Forschung, also die DFG-geforderte Forschung aufhört, da fangen wir dann an.
Und dann sind es nochmal 10 oder 15 Jahre. Ich rede jetzt einfach mal von Thomas Hartung, der tatsächlich an der Bench neben mir angefangen hat, einen Endotoxin-Test, einen Pyrogentest zu etablieren. Das ist ein nicht toxikologischer Test, sondern ein Qualitätstest für Medizinprodukte. Das ist nochmal ein anderer Bereich. Also wir haben verschiedene Bereiche angeschaut. Das war so in Anfang 90er Jahre. Und sagen wir, die letzten Implementierungen sind vor ein paar Jahren passiert. Und wenn Sie so mal Hartung, Endotoxin eintippen, dann sehen Sie auch über die ganze Zeit immer wieder mal irgendwas, was in PubMed erscheint. Weil wenn man das einfach nur anschiebt und lässt, funktioniert nichts. Also man muss da dranbleiben und dann natürlich irgendwann nicht mehr nur auf akademischem Niveau, sondern durch all diese Ebenen durch, die notwendig sind, dass das implementiert und am Schluss dann in der Pharmakopö erscheint. Und eben nicht nur in der europäischen, weil jede multinationale Firma hat nichts davon, wenn in Europa das zugelassen ist, woanders nicht, sondern eben auch in der amerikanischen oder OECD-weit, weil sonst ist kein Tierversuch abgeschafft, wenn er nur in Europa abgeschafft ist und die Firmen das für andere Länder machen müssen. Also das muss man sehen und das klingt zäh, aber es ist auch eine spannende Form von Wissenschaft, die sich da angeschlossen hat. Und ich glaube, das ist so ein Beitrag, den die Alternativmethoden, und man will ja nicht nur alternativ zu was sein, man will ja was Neues schaffen, in die Biologie, teilweise in die Biomedizin reingebracht haben, ist die Methodenvalidierung. Und ich wollte das auch ansprechen. Wir haben beide in einer In-Vivo-Gruppe angefangen. Der Chef ging jeden Tag über den Gang In-Vivo Veritas. Und wir waren die zwei, die da an Zellkultur gearbeitet haben, aber immerhin mit dieser Offenheit, na, da ist was Neues, jetzt gucken wir mal, wozu man das verwenden kann. Immerhin zwei Doktorarbeiten darauf finanziert. Aber natürlich ist es sehr kritisch beäugt worden. Und es gab immer diese Diskussion In-Vitro-In-Vivo-Korrelation. Und das hat uns beide seither verfolgt, weil es ist nicht In-Vitro-In-Vivo-Korrelation, sondern es ist Modellvalidierung an der Wirklichkeit. Also Tierversuche müssen an der Wirklichkeit validiert werden, In-Vitro, und da muss ein System dazu aufgebaut werden. Die erste große Validierung von einer Alternativmethode ist gescheitert. Das waren diese Hautirritationsmodelle oder Augenirritationsmodelle, weil man hinterher festgestellt hat, die Tierversuchsdaten haben so stark geschwankt, da konnte man nicht mit korrelieren. Und da hat sich eine Wissenschaft ergeben, die kriegt jetzt jeder mit in dieser Corona-Diskussion, so langsam verstehen alle, was Spezifität und Sensitivität und solche Dinge sind. Aber da ist eine Wissenschaft dahinter. So eine Methode in ihrer Validität, und darauf kommt es uns ja allen an, auch bei diesen Tests, zu etablieren, und das war in der Biologie sehr wenig etabliert. Und auch da haben wir natürlich sehr viel gemacht. Vielen Dank. Frau Krämer, das hört sich nach ziemlich dicken Brettern für die 3R-Forschung an, wenn Herr Leist das hier so anreißt. Wie gehen Sie das am Zentrum an? Wie begeistern Sie die jungen Leute, dass es sich lohnt, 3R zu machen, auf dem einen oder anderen mühseligen Weg? Also zum Glück bin ich nicht ganz alleine, sondern ich habe ja meinen Kollegen, der sich in der In-Silico-Forschung und gleichartigen Modellen sehr gut auskennt. Und tatsächlich ist es diese Beharrlichkeit, auf die ich schon mal zu sprechen gekommen bin, und sich auch zu erklären. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch zu erfüllen haben. Wir haben im Grunde genommen darzulegen, in welche Richtung wir gehen wollen, was machbar ist, im Grunde genommen, was verbindet Wissenschaft oder auf welchem Zielweg ist Wissenschaft, auf der Suche nach dem überlegenen Modell. Tatsächlich müssen wir in den Dialog gehen, müssen uns öffnen, müssen dazu beitragen, dass sich unterschiedlichste Wissenschaftsdisziplinen finden, miteinander interagieren, wie das ja auch vorhin schon bei den Lebenswissenschaften angesprochen worden ist. Ich glaube, dieses gemeinschaftliche Arbeiten für die Sache, für die Wissenschaft und in Kombination für den Tierschutz ist das, was Herr Jedlicka und ich hier aktiv antreiben. Aber wir sehen Bewegung in diese Richtung auch in ganz Deutschland, muss man sagen. Die 3R-Initiativen nehmen zu mit viel Engagement
intrinsischem Engagement derjenigen, die das betreiben. Was sind das denn für Fächer, die da noch, also wir haben Omics gehört, wir haben KI gehört, also Tier- und Humanmedizin sind relativ naheliegend. Was sind denn da noch für Fächer spannend? Ja, können wir durchgehen. Das Schöne und Wichtige ist, dass sich das Feld nicht einigelt, sondern sich öffnet zu Fächern, immer wieder vielleicht auch mal in eine Sackgasse geht, aber andere Dinge reinholt. Was dazu kam, war alles, was pluripotente Stammzellen sind und daraus hat sich ja eigentlich ein Feld entwickelt, was Organoidentwicklung und mikrophysiologische Systeme sind, also unter den Schlagwörtern Organ on a Chip und Human on a Chip. Das heißt, da kommen plötzlich die Ingenieure mit rein. Das ist so eine Verbindung, die war sehr wenig da. Und dann kommen die großen Datenmengen rein. Also Sie haben Omics auf verschiedenen Ebenen angesprochen, Legacy-Data. Also es gibt auch sehr viele Legacy-Data zu Tieren, die auch verknüpft werden müssen mit anderen Dingen. Und da sind unglaubliche Datenmassen da, sodass also hier Big Data Science reinkommt. Und also Thomas ist inzwischen Editor bei Frontiers for Artificial Intelligence, weil es wirklich darum geht, hier ganz neue Methoden reinzubringen. Und ich glaube, das ist einfach eine Bereicherung für die Biologie insgesamt, dass hier diese Schnittflächen zu den anderen Disziplinen sozusagen als Brücken gebaut werden. Hätte man früher nicht so gedacht. Frau Kreimer. Ich darf das vielleicht nochmal aus unseren Erkenntnissen aus dem heutigen Symposium ergänzen. Wir haben auch resümiert, dass es noch ganz andere Fachrichtungen gibt, die damit hineinspielen müssen. Und das ist die Ethik. Also das heißt, rein von den pragmatischen Anwendungsgebieten hier müssen wir uns damit besser auseinandersetzen, intensiver auseinandersetzen. Und ein Punkt, der von Herrn Dirnagel heute nochmal ergänzt worden ist, wir brauchen einfach eine deutlich bessere Ausbildung und Kenntnisse im Bereich der Statistik. Auch das. Oder um es kurz zu sagen, wie Frau Vollmer sagte, alle Fachgebiete sind gefragt. Frau Weller, schwirrt Ihnen jetzt der Kopf oder denken Sie, nee, ich bin genau auf dem richtigen Weg, 3R ist spannend oder auch lieber nicht? Nein, spannend ist das allemal und ich bin immer froh, Neues zu lernen und ich denke, in der 3R-Forschung kann man sehr, sehr viel Neues lernen, weil, wie gesagt, so viele Fachgebiete daran beteiligt sind. Und das ist ja wirklich, wirklich spannend. Ich freue mich auf alles, was da noch so kommt. Ich würde die Runde gerne abschließen und Herr Hartung, diesmal beziehen wir Sie auch mit ein, weil wir hörten, wir können Sie jetzt hören. Ich würde die Runde gerne abschließen, auch bei Ihnen mit den Wünschen für 3R und für die 3R-Forschung. Frau Kreimer, wollen Sie beginnen? Oder Herr Hartung? Wie immer Sie wollen, Sie sind Nee, dann müssen Sie noch warten. Frau Kreimer, bitte. Ich wünsche mir die Bereitschaft für den Dialog. Frau Vollmer. Mikro an. Ich glaube, dass es wirklich ganz, ganz wichtig ist. Die Vergangenheit zeigt, ich will es ein bisschen deutlicher sagen, die zeigt Fronten. Die einen nennen sich die Alternativen, die anderen sind die Grundlagenwissenschaftler. Und ich glaube, es gibt den einen oder anderen Graben, der überhaupt nicht notwendig ist. Wenn es ihn geben sollte, wäre es wirklich, wirklich wichtig, den zu schließen, weil wir können nur voneinander lernen und miteinander lernen und so gesehen kommunizieren. Und ich freue mich schon auf erste Projekte, wirklich Validität miteinander zu Modellen zu erarbeiten. Alles Gute dafür. Frau Weller, was wünschen Sie sich für 3R oder was wünschen Sie 3R? Also was ich mir wünsche, ist wirklich, wie schon gesagt, mehr Kommunikation und nicht nur unter Wissenschaftlern, sondern auch vielleicht schon mit Mitschülern. Also Projekte dazu gibt es ja natürlich schon, aber wirklich von Anfang an zu kommunizieren, dass Tierversuche nichts Schlimmes sind oder dass eben da sehr, sehr viel dran geforscht wird in der 3R-Forschung und dass man auch die breite Bevölkerung eben mit einbezieht. Dankeschön. Herr Leist.
Ich würde mir wünschen, zumindest für die Nachwuchsgeneration, aber auch noch für Forscher im gereiften Alter nach ihrem Lebenswerk, man kann doch noch ganz gut was anfangen in 10, 15 Jahren, die bleiben, keine Angst davor zu haben, wenn jemand sagt, das geht nicht. Als ich angefangen habe und als ich studiert habe, da konnten sich Hirnzellen nicht heilen. Inzwischen arbeiten wir an neuralen Stammzellen. Da hieß es, Zellen können nicht rückwärts. Inzwischen benutzen wir pluripotente Zellen aus Haut und anderen Dingen. Und natürlich hieß es auch, Alternativmethoden in den Neurowissenschaften gehen nicht, weil das ist alles viel zu komplex und bei Immuno auch nicht. Und wir haben also wunderbare Beispiele auch da. Und ich denke, man muss mutig sein bei all den Fragen und Problemen, die auf uns zukommen, und es gibt Lösungen. Herr Hartung, Frau Vollmer kommt noch, Ihnen noch mal dazwischen. Ja, weil es so schön passt, das ist ja wirklich ein Credo-Hashtag für das Wissen entscheiden, weil genau für das Wissen entscheiden bedeutet generell zu revidieren, Erkenntnisse umzuwerfen, weil es einfach, glaube ich, vielleicht keine Wahrheiten gibt, wir Fakten vielleicht erzeugen, aber dieser stetige Prozess, bereit zu sein, zu revidieren, Neues zu erkunden, anzunehmen, dass das jetzt stimmen könnte, aber sofort zu sehen, stimmt nicht, das Neuron kann sich doch teilen, und das ist, glaube ich, so das, wofür der Wissenschaftler sagt, das ist der Grund, warum ich mich für Wissen entscheide. Dankeschön. Herr Hartung, Ihre Wünsche für von mit 3R-Forschung? Ja, nachdem ich mehr zu Bild als zu Wort gekommen bin, ein paar Anmerkungen dazu. Das erste ist, ich denke, dass das Hauptproblem ist, dass der Tierversuch immer noch weitgehend überschätzt wird in dem, was er tatsächlich über den Menschen aussagen kann. Und das ist etwas, was erst langsam anfängt zu erodieren, weil uns eine selbstkritische Kultur da oft fehlt. Ich kann keinen Antrag schreiben, ohne zu schreiben, ich benutze das beste Modell oder mich für einen Preis bewerben oder bei der DFG bewerben. Das Zweite ist, ich denke, es ist immer gut, auf der richtigen Seite der Geschichte zu sein. Und die Entwicklungen, die ich jetzt über 3 Jahrzehnte habe mitverfolgen können, zeigen alle in eine Richtung. Und die zeigen dahin, dass in vitro und in silico immer mehr Ground gewinnen, immer weiter sich verbreiten. Und ich denke, wir leben immer noch zu sehr in Silos. Was wir brauchen, ist am Ende in vivitrosi. Wir brauchen in vivo, in vitro und in silico in einem. Wir müssen die verschiedenen Methoden integrieren und dürfen da auch nicht wegscheuen davon, Tierversuchsdaten zu verwenden, sehr viel mehr Informationen daraus zu gewinnen. Aber es ist zum Teil immer noch skandalös, dass wir Tierversuche, die längst ersetzt werden könnten, weiter betreiben, dass wir nicht alle Maßnahmen zum Leitverminderung im Tierversuch, also Refinement, nutzen. Und ich glaube, das sind noch einmal 30 Jahre, die da vor uns liegen, bis das zu einer ganz allgemeinen Kultur wird. Vielen Dank. Danke Ihnen. Das hört sich noch nach weiterem Warten an. Aber vor allem haben Sie beide jetzt lang genug gewartet. Und ich würde jetzt gerne zur Preisverleihung kommen. Dazu bitte ich Frau Siegmund auf die Bühne und sage den Podiumsteilnehmern herzlichen Dank. Und jetzt sozusagen geht es zur Sache. Also wir streiten gerade noch, wie wir das gemeinsam machen, werden das aber auf jeden Fall friedvoll machen, lieber Herr Hartung, lieber Herr Leist. Es freut mich jetzt, Ihnen den Tierschutzpreis verleihen zu dürfen, und ich werde einfach vorlesen, und ich muss nicht zweimal was vorlesen, das haben wir schon geklärt, weil der Text auf beiden Urkunden ident ist, sodass wir das jetzt einmal vorlesen, Herr Hartung. Herr Leist hat im Vorfeld schon gesagt, er wird Ihnen das in Konstanz auf Ihren Schreibtisch legen. Und dann haben Sie was, worauf Sie sich freuen können, wenn Sie das nächste Mal nach Konstanz kommen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft verleiht Herrn Professor Dr. Dr. Thomas Hartung, Johns Hopkins University in Baltimore, Bloomberg School of Public Health sowie Universität Konstanz,
gemeinsam mit Herrn Professor Dr. Marcel Leist, Universität Konstanz, Lehrstuhl für In-vitro-Toxikologie und Biomedizin, für ihre Forschungsarbeiten zum Thema Computational Approaches and Test Strategies for Rapid and Large Scale Replacement and Animal-Based Testing in Toxicology, den Ursula M. Händel Tierschutzpreis, Gießen, den 1. Oktober 2020. Und unterschrieben ist das von der Präsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Frau Professorin Katja Becker, in deren Heimatstadt oder zumindest Hauptwohnsitz wir hier im Moment sind. Vielen Dank, herzlichen Glückwunsch. Dann bleibt mir nur noch allen zu danken, die das hier vorbereitet haben, die hierbei mitgewirkt haben, allen, die zugeschaut haben. Und ich hoffe, der Nachmittag hat Freude gebracht, vielleicht die ein oder andere Erkenntnis, den ein oder anderen Impuls gegeben. Und zumindest wissen jetzt hoffentlich alle, die zugeschaut haben, was die 3R sind und können alle flüssig I care 3R sagen. Ich habe das eine Menge geübt. Genau, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen, dass Sie sich weiter für das Wissen entscheiden und wir freuen uns auf nächstes Jahr, wo der Ursula M. Händel Tierschutzpreis hoffentlich ein wenig weniger Corona eingeschränkt ist. Vielen Dank.